Servus. Servus! Wir sind Lina und Tom und wir müssen ehrlich zugeben, wir hätten nicht erwartet, dass Bamberg so schön ist und so viel zu bieten hat. Ja, die Stadt eignet sich wirklich super für einen Städtetrip und was ihr dabei nicht verpassen dürft, erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem klären wir die Frage, warum Bamberg eigentlich auch Hauptstadt des Bieres und fränkisches Rom genannt wird. Also seid gespannt und viel Spaß! Erwähnt, Bamberg ist wirklich super schön und hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, wie zum Beispiel die alten Fachwerkhäuser in der Altstadt, das wahrscheinlich schönste Rathaus Deutschlands, viele Aussichtshügel und einen gewaltigen Dom. Das hängt vor allem mit der Geschichte Bambergs zusammen, aber dazu später mehr. Ja, wir waren 3 Tage über ein Wochenende vor Ort und fanden die Länge auch optimal, um alles zu entdecken und auch das ein oder andere Bier zu trinken in der selbsternannten Hauptstadt des Bieres. Ja, bevor wir jetzt mit den Sehenswürdigkeiten starten, haben wir gleich noch einen super Übernachtungstipp für euch, und zwar das B&B Hotel in Bamberg. Für alle, die B&B Hotels vielleicht noch nicht kennen, das ist eine Budget-Hotelkette mit fast 150 Hotels in Deutschland. Dabei setzen sie immer auf ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. So gibt es in einigen Hotels schon Zimmer ab ca. 50 Euro. Das Hotel in Bamberg ist wirklich super modern, dabei sind die Zimmer sehr stylisch eingerichtet, ebenso wie der Lobbybereich mit der Everyone's Bar, an dem man super nach einem anstrengenden Städteerkundungstag noch einen Absacker trinken kann. Unser Tipp, trinkt unbedingt dein Bier dort, das wird nämlich auf spektakuläre Weise von unten gezapft. Und was ist bei einem Städtetrip natürlich auch wichtig? Richtig, dass man gestärkt in den Tag startet, und deshalb gibt es dort auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Und ganz in der Nähe befindet sich auch eine Bushaltestelle und innerhalb von 10 Minuten fährt man da mit dem Bus einfach mitten in die Altstadt. Also insgesamt können wir euch das B&B Hotel sehr empfehlen. Es ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und ja, wir fanden es richtig cool dort. Zuerst ein paar allgemeine Infos zur Altstadt von Bamberg. Was macht diese so besonders? Eine Besonderheit ist, dass die Altstadt in 3 Teile geteilt ist. Einmal die Bergstadt, dort befindet sich der Dom, da sind auch die Hügel, die Residenzen sind dort und das war so früher das geistliche Zentrum. Dann gibt es noch die Inselstadt, die ist auch tatsächlich eine Insel, weil sie umschlossen wird von der Regnitz. Dort war früher das bürgerliche Zentrum, also dort haben so die normalen Leute gelebt. Und dann gibt es noch die Gärtnerstadt, dort wurde früher und auch heute noch Gärtnerei und Landwirtschaft betrieben, also die haben quasi Gemüse gezüchtet und auch Weizen angebaut und waren für die Versorgung der Stadt zuständig. Da hättest du auf jeden Fall gelebt, wenn du früher gelebt hättest. Genau. Und dort wird auch heute übrigens noch Gärtnerei betrieben, also man kann die Felder auch immer noch sehen. Ja. Unsere Stadtführerin hat uns damals gesagt, alles, was in Bamberg alt aussieht, ist auch alt. Das hat einen bestimmten Grund, und zwar wurde Bamberg im Zweiten Weltkrieg so gut wie gar nicht zerstört. Also ich glaube, nur 4% wurden zerstört. Das ist quasi nichts. Und deshalb sind die Gebäude teilweise 600 bis 700 Jahre alt. Und ich finde, man merkt es auch, wenn man so durch die Altstadt schlendert. Das ist alles wirklich sehr authentisch alt einfach. Also wirklich wunderschön, diese Fachwerkhäuser. Ja, mega. Und genau aus diesem Grund, also wegen der Dreiteilung der Stadt und dass alles noch so original alt ist oder echt ist, wurde es 1993 auch zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Und was es in der Altstadt alles zu sehen gibt, das erzählen wir euch jetzt. Eines der bekanntesten Fotomotive ist das alte Rathaus in Bamberg. Und ich glaube, wir sind uns einig, es ist eines der schönsten Rathäuser in Deutschland. Also wirklich so ein wunderschönes Fachwerkhaus und auch mit Fassadenmalerei, mit einer alten Brücke. Also einfach wow. Aber man fragt sich natürlich schon, warum hat man das Rathaus eigentlich mitten in den Fluss gebaut, also mitten in die Regnitz? Und hierfür gibt es mehrere Gründe. Zum einen war in der geistlichen Bergstadt kein Platz mehr für das bürgerliche Zentrum quasi. Und die Flüsse hatten früher keinen Eigentümer und waren somit Steueroasen. Also hat man einfach das Rathaus auf Fällen gebaut und es mitten in den Fluss gebaut. Und mit 2 Brücken hatte man somit eine Verbindung zwischen geistlichem Zentrum und weltlichem Zentrum. Genau.
Ein weiterer Funfact ist, dass man ja denkt, dass der vordere Teil, das Fachwerkhaus, und der hintere Teil mit der wunderschönen Fassadenmalerei nicht zur gleichen Zeit gebaut wurden, also nachträglich. Tatsächlich ist es aber so, dass das ganze Gebäude eigentlich ein Fachwerkhaus ist und es nur später mal verkleidet wurde und eben so schön bemalt. Man hat sich dann in den 60er Jahren dazu entschlossen, dass das Fachwerkhaus im vorderen Bereich wieder freigelegt wird und das hintere quasi so bleibt, wie es vorher war. Die alte Hofhaltung auf dem Domberg ist einer der ältesten Gebäude in ganz Bamberg und war der frühere Sitz der Fürstbischöfe, die über Bamberg regiert haben. Das originale Gebäude stammt eigentlich aus dem 11. Jahrhundert, es wurde aber dann im 16. Jahrhundert nochmal erneuert. Also was man heute sieht, ist aus dem 16. Jahrhundert und es sieht wirklich richtig cool aus, wenn man in dem Innenhof steht. Da gibt es dann so hölzerne Balkone, wo ganz viele Blumen gepflanzt wurden. Und es ist einfach ein schönes mittelalterliches oder Renaissance-Feeling. Ja, ich finde, man fühlt sich ein paar Jahre irgendwie zurückversetzt, als wären wir jetzt plötzlich im Mittelalter. Ja, ein Highlight in diesem Innenhof ist dann auch noch die Katharinenkapelle. Die stammt tatsächlich aus dem 12. Jahrhundert noch und heutzutage befindet sich in der alten Hofhaltung das Historische Museum. Also wenn ihr euch für Geschichte interessiert, solltet ihr da auch unbedingt vorbeischauen. Direkt gegenüber der alten Hofhaltung befindet sich die neue Residenz, also sozusagen der Nachfolgerbau. Und wenn ihr die neue Residenz besucht, dann wird euch der Name Lothar Franz von Schönborn begegnen. Das ist nämlich der Erbauer der neuen Residenz. Und er wird von den Bambergern auch liebevoll der Quadratische genannt, weil er angeblich genauso breit wie hoch gewesen sein soll. 1,50 auf 1,50. Besonders sehenswert ist dort der sogenannte Kaisersaal. Das ist wirklich ein sehr prunkvoller Saal. An den Wänden befinden sich auch überdimensional große Porträts von deutschen Kaisern. Und das Deckengemälde ist wirklich auch sehr spektakulär, weil es so das Gefühl oder das Raumgefühl erweckt, als würde man in den Himmel schauen können. Also wirklich cool. Ja, wenn ihr dort seid, dann schaut euch auch unbedingt die fürstbischöflichen Apartments oder die kaiserlichen Apartments an. Die kann man besichtigen. Mit einer kurzen, knackigen 30-minütigen Führung fanden wir wirklich sehr spannend, weil dadurch bekommt man einfach ein bisschen mehr Infos. Aber es ist natürlich auch zeitlich jetzt mit einer halben Stunde so kurz, dass einem nicht langweilig wird. Und auch den Rosengartner solltet ihr besuchen hinter der neuen Residenz. Im Sommer blühen dort überall Rosen und man hat auch von so einer Art Balkon eine wunderschöne Aussicht auf Bamberg. Der Rosengarten ist übrigens kostenlos. Genau, stimmt. Kommen wir zum dritten großen Gebäude am Domberg und zwar dem Bamberger Dom. Und jetzt klären wir auch die Frage, warum es eigentlich fränkisches Rom heißt. Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Bamberg ebenso wie Rom 7 Hügel besitzt und auf diesen 7 Hügeln erbaut wurde. Und der zweite Grund ist, dass es im 10. und 11. Jahrhundert ein Kaiserpaar gab, und zwar Heinrich und Kunigunde. Diese hatten keine Nachfahren. Und früher war es super wichtig, dass die Nachfahren für das Seelenheil beten, damit man im Paradies bleiben kann. Was haben sie also gemacht als Kaiserpaar? Sie haben der Kirche einfach ein Stück Land geschenkt, und zwar Bamberg, und darauf ein Bistum gegründet. Und ebenso wie in Rom haben sie Kirchen in Kreuzform errichten lassen. Und im Zentrum steht der Bamberger Dom, der übrigens auch genauso aussieht wie der Petersdom im 12. und 11. Jahrhundert. Deshalb hat er zum Beispiel auch 4 Türme, wie der Petersdom in Rom damals. Aber kommen wir zu den Sehenswürdigkeiten in der Kirche. Der Bamberger Dom ist nämlich berühmt für den sogenannten Bamberger Reiter. Das ist nämlich nach der Antike nachgewiesenermaßen die erste steinerne Statue, die noch erhalten ist. Der Künstler ist unbekannt, auf jeden Fall ist dieser Bamberger Reiter in der Kirche an einer Säule zu finden und sehr berühmt. Außerdem gibt es dort auch noch das Grab vom Kaiser Heinrich und Kunigunde. Das kann man besichtigen. Und ein Papstgrab, das ist das einzige Papstgrab nördlich der Alpen. Das kann man allerdings nur mit einer Führung sehen. Sehr spektakulär oder sehr interessant fanden wir auch das jüngste Gericht an einem der Portale außerhalb der Kirche. Was es damit auf sich hat oder was da so besonders ist, das könnt ihr in unserem Blogartikel nachlesen. Den haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt. Dort findet ihr allgemein auch nochmal alle Reisetipps, die wir hier erzählen, ganz ausführlich. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst auch unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert auch unseren Kanal, damit ihr künftig keine Reisetipps mehr verpasst. Genau.
Das Michaelskloster steht auf einem der 7 Hügel und auch von da hat man wieder einen wunderschönen Ausblick über die Stadt und über sogar so kleine Weinberge. Also mega schön. Leider wird das Kloster wahrscheinlich bis Ende 2025 renoviert, also man kann es aktuell gerade nicht von innen besichtigen. Aber was man besichtigen kann, ist das Brauereimuseum. Dort sind alte Fässer, Zapfanlagen und auch Informationen zu der Braukunst früher ausgestellt. Also wer sich für Bier und Bierkultur interessiert, ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Klein Venedig ist die nächste Sehenswürdigkeit in Bamberg. Ihr seht schon, Bamberger haben es mit Vergleich. Ne? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht oder habe es nicht so richtig verstanden, warum man jetzt dazu Klein Venedig sagt, weil es sind Fachwerkhäuser, die super schön aussehen, aber eben nicht wie die Häuser in Venedig. Aber es gab mal einen König, der gesagt hat, das sieht aus wie Venedig und seitdem heißt es Klein Venedig. Außerdem wurden die Häuser übrigens auch auf Pfählen erbaut, so wie die Häuser auch in Venedig. Und mittlerweile fahren auch 2 original venezianische Gondeln auf der Regnitz dort vorbei. Also wenn ihr ein besonders romantisches Erlebnis in Bamberg erleben wollt, dann bucht euch so eine Gondel. Der Grüne Markt und der Maximiliansplatz befinden sich mitten im Zentrum der Inselstadt und dort findet man auch die Fußgängerzone oder die Haupteinkaufsstraße in Bamberg mit allen bekannten Läden. Also man kann dort super shoppen, ja. Man kann aber auch auf dem Grünen Markt shoppen, sprich auf dem Wochenmarkt, der von Montag bis Samstag dort stattfindet. Und dort werden ganz viele regionale Obst- und Gemüsesorten aus der Gärtnerstadt verkauft. Richtig cool. Außerdem findet man dort die Kirche St. Martin oder auch den Neptunbrunnen. Und auf dem Maximiliansplatz findet man teilweise auch nochmal Obst- und Gemüsestände und auch das neue Rathaus. Bamberg nennt sich ja selbst auch gerne die Hauptstadt des Bieres. Das liegt daran, weil in dem Landkreis gab es früher über 200 Brauereien und auch heute noch gibt es 60 Brauereien im Landkreis, was echt eine hohe Zahl ist. Und auch das berühmte Rauchbier wird hier noch heute gebraut vom Schlenkerler. Und Nina, wie hat dir das geschmeckt, das Rauchbier? Ja, also ich muss sagen, es war wirklich vom Geschmack her sehr rauchig. Man kann sich das vorher gar nicht vorstellen. Ich finde, eins kann man ganz gut trinken, aber ich müsste jetzt nicht 2 oder 3 trinken. Ja, also entweder liebt man es oder man mag es jetzt nicht so gerne. Aber auf alle Fälle auf der Sandstraße findet man super viele Bars, Clubs, aber eben auch die Brauereien, die dort ihr Bier verkaufen. Ne? Fränkische Küche kann man hier auch sehr gut essen. Also egal, ob ihr jetzt auf Feiern aus seid oder einfach ein paar fränkische Spezialitäten und Rauchbier trinken wollt, das ist the place to be. Ein witziger Funfact hier noch zum Thema Bier. Die Bamberger sagen ganz oft, sie gehen auf den Keller. Also die gehen nicht in den Keller, sondern auf den Keller und zwar auf den Bierkeller. Damit meinen sie die Biergärten, die sich oft auf den Hügeln befinden mit einer wunderschönen Aussicht. Einer davon ist zum Beispiel der Spezialkeller, kurz auch Spezikeller genannt, der sich mitten in der Altstadt befindet und wirklich einen wunderschönen Ausblick über die Stadt bietet. Zu Beginn hatten wir es ja schon erwähnt, neben der Berg- und Inselstadt gibt es auch eine Gärtnerstadt und die wir gerne mal beim Städtetrip übersehen, finden wir aber ein bisschen schade, weil schließlich ist es ja die Dreiteilung einer der Hauptgründe, warum Bamberg überhaupt UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt ist. Genau, man kann dort zum Beispiel eine Aussichtsplattform besichtigen und sich dann eben die Felder und auch die riesigen Gewächshäuser von oben anschauen oder man geht in einen der Hofläden, wo man ganz viel regionales Biogemüse und Obst kaufen kann, zum Beispiel auch die Bamberger Hörnler. Das sind spezielle Kartoffelsorten, die es nur noch in Bamberg gibt. Eine sehr ursprüngliche Kartoffelsorte mit ganz kleinen Kartoffeln, die aber sehr lustig und intensives Aroma haben. Wir haben uns die damals auch mitgenommen und da zu Hause gekocht und die waren echt lecker. Oder man kann auch das Gärtner- und Hackermuseum besuchen, um ein bisschen mehr über das Leben der Gärtner früher zu erfahren. Das ist ein wunderschönes Bauernmuseum, auch mit einem riesigen Garten im Hinterhof, wo man auch sieht, wie die einzelnen regionalen Pflanzen eigentlich so wachsen. Also wir waren selber überrascht, wie zum Beispiel Rosenkohl wächst oder Süßholz, haben wir vorher so noch nie gesehen. Als leidenschaftlicher Gärtner fand ich das natürlich besonders spannend. In dem Haus selber kann man dann auch noch sehen, wie eben früher die Häuser eingerichtet waren der Gärtnerfamilien. Genau. Kommen wir zur letzten Sehenswürdigkeit, die wir euch vorstellen möchten, und zwar die Altenburg. Sie befindet sich auf dem höchsten Hügel in Bamberg
Und man kann dort ganz bequem von der Innenstadt aus so in 20, 30 Minuten hinlaufen, hat auch schon auf dem Weg dorthin super schöne Aussicht auf Bamberg. Oben angekommen, kann man dann sogar noch auf den Turm steigen und hat dort wirklich eine super Aussicht wieder auf Bamberg, aber auch auf die Umgebung. Also eine richtig gute Empfehlung von uns. Es gibt dort oben auch einen Biergarten, wo man sich dann noch mal ein Bier schmecken lassen kann. Jetzt ganz am Ende haben wir noch einen wichtigen Reisetipp für euch. Und zwar können wir euch die Bamberg-Card sehr ans Herz legen. Die kostet 16 Euro pro Person und hat eine Gültigkeit von 3 Tagen. Da kann man dann den öffentlichen Nahverkehr in Bamberg kostenlos mitnutzen und erhält auch eine kostenlose Stadtführung. Die dauert ungefähr so 2 Stunden. Und unsere Stadtführerin war wirklich richtig witzig. Wirklich und empfehlenswert. Nicht so eine langweilige Stadtführung, ja, sondern richtig kurz und knackig. Sehr cool. Und außerdem erhält man freien Eintritt in 7 Museen, wie zum Beispiel auch das Gärten- und Hecke-Museum, das Naturkundemuseum oder auch das Historische Museum. Wir haben euch die Bamberg-Card mal unten verlinkt. Und wenn euch all unsere Bamberg-Reisetipps gefallen und weitergeholfen haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und unseren Kanal abonniert, damit ihr keine Reisetipps mehr verpasst. Alle Infos zu Bamberg findet ihr auch nochmal auf unserem Blogartikel, den wir euch ebenfalls unten verlinkt haben. Wenn ihr gleich weiterschauen wollt, findet ihr hier noch weitere Videos. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.